Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdeppi, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge zu SE3 hier auf diesem Kanal. So, wir sind heute auf der Strecke Donauwörth München Hauptbahnhof unterwegs mit dem RE57015 und das Ganze schauen wir uns heute an. Wir starten in Herbertshofen und fahren nach Gersthofen. Das ist heute unser Fahrplan. Und ja, schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und von daher würde ich sagen, los geht's. Aber hier sehe ich schon wieder, er macht hier schon wieder... Oh, das ist wie in der letzten Folge. Er macht hier wieder alles falsch hier. So, jetzt habe ich hier den Buchfahrplan haben. Dankeschön. Genau, das ist nämlich das, was ich weiter haben wollen. Und wir tippen hier wieder alles ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und wir haben hier 57.015. Das Ganze können wir jetzt hier auch. 57.015. Bestätigung mit E. E. Jawohl. Okay, das stimmt hier auch alles. Wundervoll, ihr seht, ne? Es ist alles da, so wie es sein soll. So. Ja, genau. Ihr habt mir gesagt, ich soll die F4-Taste drücken für den Zeitsprung. Ich drücke die Taste F4. Das ist der Zeitsprung. Das ist eigentlich nur ein schnelleres Vorspulen. Ne? Es dauert halt trotzdem seine Zeit halt. Ne? Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ne? Also ich weiß, dass ich mal die F4-Taste zum Springen soll nehmen muss. Ne? Nächste Station, Herbertshofen. So, ich glaube, das hatten wir schon mal gehabt, die Strecke. Ne? Kann das sein hier? So, Simon. Achso, ja. Wir wurden zu spät wieder aufgegleist hier. Deswegen haben wir hier wieder eine Verspätung drin. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. So, dann lassen wir mal einsteigen hier. Ah, guck mal hier, jetzt können wir so direkt hier raufgucken. Das ist natürlich geil. Ey, es ist so super. Achso, eigentlich braucht ihr den gar nicht, sehe ich ja gerade, weil der, ihr seht ihn ja auch so. Doppelgemobbt ist natürlich auch ein bisschen albern. Ne? Dann kann man auch wegblenden. Ach ja, das Zusi macht schon Spaß. Ich kann Zusi absolut nur empfehlen. Also jeder, der halt Bock drauf hat, der macht mit Zusi absolut nichts falsch. Also ohne jetzt hier, ne? Der macht absolut nichts falsch. Ich find's großartig. So, weiter geht's. Müssen wir uns ja schon wieder ranhalten hier. Hier müssen wir uns ja schon wieder ranhalten. Mal diesmal hier die Verspätung kurz halten, das wäre natürlich traumhaft. Hermes! Anfangen zu bremsen. Piep. Piep.
Ja, ich habe es mitbekommen, dass wir ein bisschen zu schnell waren. So, 1 Kilometer noch. Nächste Station, Langweid-Lech. Wieder zu früh gebremst, siehst du? Meine Bremsen sind zu früh, meine Bremsen zu spät. Ja? Das ist dann immer so eine. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, hier hatten wir schon mal. Ist mir jetzt am Bus aufgefallen, ne? Boah, Alter, wir haben 2 Minuten Verspätung. Ernsthaft? Jetzt kriegen wir die Verspätung hier raus. Ey, dabei heizt ich schon hier. Naja, es war jetzt natürlich sehr früh gebremst wieder. Was heißt sehr früh gebremst? Eigentlich. Jetzt bist du mal. Bisschen mehr, also ich glaube, 1 Kilometer müsste hier dicke reichen eigentlich bei dem hier. Glaube ich. Das waren so die Sachen, die dann immer rausfummeln musste, ne? So, wann haben wir den nächsten Halt? Das wäre dann Gablingen 11.3. Also hätten wir 12.3. Nächste Station, Gablingen. Und wir rollen schon wieder viel zu langsam hier in den Bahnhof rein hier. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also das macht das Ganze, Susi, noch mal sympathischer, weil du die Stimme kennst, weißt du? Und wenn das sowieso schon aus deiner Lieblingssimulation ist, diese Stimme, ne? Und du die hier wieder hörst, ey, besser geht's nicht, besser geht's nicht. Das Witzige ist, mein Buchfahrplan zeigt mir 1 Minute Verspätung und unten unser FIS zeigt an 2 Minuten Verspätung. Wen glaubst du denn da jetzt? Das ist eine interessante Frage. So, warten, müsste ich aussteigen hier und einsteigen. Alles einsteigen. Ja, wie gesagt, das Runde.
das macht das ganze Paket nochmal richtig rund, denn, ja, sodass du denn echt Bock hast, denn hier unbedingt weiterzuspielen, wie gesagt, wenn dir die Stimme schon bekannt vorkommt. Also da haben sie einen richtig, richtig guten sich besorgt hier. So, jetzt kommt schon der letzte Halt. Sechs, sieben. Sieben, sieben. Ja, wann bremsen wir? Sieben, sieben. Bremsen wir bei acht, denn, wa? Wunderschön, wunderschön. Das macht echt Laune. Hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so ein Fan von Susi werde. Nächste Station, Gersthofen. So, Gersthofen. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Gibt's nicht. Wie beim letzten Mal. Da sind wir da nicht auch vorbeigefahren hier an der Stelle? Naja, ist noch akzeptabel. Die Tür ist noch drin. Ich glaube, wo wir das letzte Mal die Strecke hier gefahren sind, sind wir da auch schon dran vorbeigefahren. Aber ich muss ja meine Verspätung hier rausholen, ne? Ja, schön, wenn wir hier die Verspätung hier nicht einreißen lassen hier. Darf da wohl alles nicht wahr sein. So. Jetzt Türe zu. Und dann geht's zum Endhaltepunkt, Leute. Dann war's das schon wieder. Was war wieder eine weitere Folge zu Sie? Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, den Daumen nach oben bitte drücken. Ja, schreibt's in die Kommentare. Und tja. Schauen wir mal uns so in den nächsten Folgen hier noch so anschauen. Versuche jetzt nun mehr mit dem Fist jetzt hier arbeiten, ja, dass wir da auch die Ansagen und alles was haben. Funktioniert aber nicht im Fernverkehr, sondern nur im Nahverkehr. Das macht es natürlich ein bisschen, schränkt das Ganze doch ein bisschen sehr stark ein halt. So, wir haben 4-3. Mm-hmm.
können uns ja ein bisschen Zeit lassen hier mit den Bremsen. Wunderschön. So, und dann hatten wir heute wieder die reizende Stimmung von Mozart hier. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, freue ich mich drüber. Und sonst frage ich hier gerne nochmal an der Stelle, wollen wir Susi zukünftig jetzt auch im Livestream sehen, ja, wo wir uns dann die langen Strecken können, uns mal raussuchen können und ganz in Ruhe da diese Dinge abfahren können. Oder wie wollen wir das zukünftig mit diesen längeren Strecken zumindest machen? Wollen wir die Folgen einfach denn halbieren, teilen oder sowas? Denn, wie gesagt, schreibt das einfach in die Kommentare. Und es darf nicht wahr sein. Yes! 92,4% haben wir bekommen. Wir haben zwei Minuten Verspätung im Durchschnitt. Und maximal auch 2 Minuten. Wir haben 2% Abzug bekommen für die V-Max-Überschreitung. Ja, das wissen wir ja. Aber immerhin. Alles sonst perfekt. Also keinen schlechten Fahrstil oder sonst irgendwas. 92,4%. Ich glaube, das Ergebnis kann sich heute mehr als sehen lassen. Dafür, dass es die letzte Folge doch einfach alles kaputt gemacht hat. Leute, wir sehen uns zum nächsten Part wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, den Daumen nach oben da lassen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge zu Sie hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.